Die SPÖ Burgenland hat am Montag mit einer von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage für großes Aufsehen gesorgt. Und zwar ging es darum, nicht nur um Themen wie beispielsweise den Mindestlohn, sondern auch, wie die Parteien bei der bevorstehenden Nationalratswahl abschließen würden. Mit Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil als SPÖ-Kanzlerkandidat im Vergleich zu Pamela Rendi-Wagner, der SPÖ-Parteichefin. Das hat für großes Aufsehen gesorgt, ebenso wie auch die Ergebnisse, denn Hans-Peter Doskozil würde dort einen Prozentsatz von 32% erhalten, Pamela Rendi-Wagner allerdings nur von 27%. Doskozil würde Pamela Rendi-Wagner somit um ganze 5% überholen und zusätzlich würde auch die 30%-Marke locker knacken. Das sorgt in der Bundes-SPÖ für großes Aufsehen und auch für einen offenen Streit auf Twitter. Da ist es beispielsweise beim Team Rendi ihr Social-Media-Chef Thomas Wallach. Er hat sich darüber beschwert, dass so etwas nicht sein dürfte und man jetzt wichtigere Probleme zu lösen hätte. Prompt kam darauf auch die Reaktion vom Doskozil-Vertrauten und Landesparteimanager Roland Fürst. Er meinte dazu, die SPÖ Burgenland rudert nicht zurück, denn sie sei nicht vorwärts gerudert und man würde sich gleich morgen den Problemen annehmen. Ein handfester Skandal, das sehen auch andere. Und auch von Seiten der ÖVP heißt es, hat Rendi-Wagner eigentlich ihre Partei noch unter Kontrolle? Ist sie nur noch ein Passagier oder hat sie immer noch das Kommando?